Hasta la, bonsoir, muchachos! Wir sind wieder zurück. Rainbow Six Siege wird gezockt zusammen mit Mabossa. Wir sind also zu zweit und wir trauen uns ins Ranked. Und trauen zwar wir uns wirklich? Auf Café Dostoyevsky. Ja, mehr oder weniger. Also, wir trauen uns, ja. Offensichtlich trauen wir uns. Aber mit einem schwammigen Beigefühl, würde ich sagen. Carry me! So, ja. Rank. Rank. Gehen Bahnmuseum. Ne? Lange nicht mehr gezockt. Okay. Ich denke mal, das müsste aber alles so passen von den Klassen her. Die Klassiker machen wir jetzt mal hier zu. Aber Bahnmuseum ist eigentlich. Marvin lädt. Marvin ist ganz cool. Was? Du hast fertig geladen, jetzt fehlt noch einer bei denen. Ich bin unschuldig. Ja, ich unschuldig. Muchachos, die Rainbow Six Zuschauer kriegen mal wieder ein wenig extra Infos. Und zwar geht es um Resident Evil. Wir wollen ja Resident Evil Let's Playen und wir sind im Moment noch so ein bisschen am rumprobieren, um überlegen, wie wir das machen, weil wir wollen ja am besten zu zweit die Aufnahme machen. Und da haben wir im Moment noch ein wenig das Problem, wie wir das aufnehmen. Weil ja auch irgendwo Ton herkommen muss und alles und Mikrofonton und Ton vom Spiel und wenn man das nebenbei mit einer Kamera noch als Mikrofonersatz quasi aufnimmt, wie man das macht und wie das dann mit dem Ingame-Sound ist. Und also es ist alles nicht so einfach, wie wir das gerne hätten. Richtig. Aber es kommt. Ich wurde schon gefragt und ja, es kommt. Wir haben richtig Bock auf das Game und wir werden das nicht entgehen lassen. Wir müssen halt nur rauspaldovern, wie wir es machen. Das ist zwar ein bisschen Penis, weil alle anderen das schon irgendwie in der 5. oder 6. Folge sind, aber... gut Ding wir weiter haben, würde ich sagen, Muchachos. Also, wir haben aber auch was anderes. Wir haben ja die VR, ne? Ja, ich glaube, VR haben die anderen auch. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mir noch nichts Genaues angeguckt. Ich habe nur schon ein paar Leute gesehen. Das war PlayStation-Gameplay. Und ich weiß nicht, warum man PlayStation-Gameplay machen soll, wenn man kein VR aufnimmt. Das macht keinen Sinn. Aber gut, vielleicht machen das ja einige. Alter, was ist denn über uns los? Also hier oben ist auf jeden Fall einiges am Rumpimmeln. Oh, unten in diesem Vorraum, Kaminraum ist Ash. Okay, das ist gut. Alter, der richtig schnell reagiert. Die ist verletzt, die ist tot. Nur noch ein sehr schön. Alter, die sind alle da reingegangen, das Kaminzimmer. Ich gehe mal lieber wieder an Position. Um hier zu deffen. Aha, anscheinend da drüben. Chill, man. Da passt einer auf. Come on, mate, come on. Er geht jetzt in seine Drohne. Wow. Nice! Hab mich gerade sehr erschrocken, schön. Alter. Wo kommen die Schüsse her? Hä? Lol. Bravo! Erste Runde gewonnen. Ich hab zumindest einen Assist geholt, ne? Immerhin. Sehr schön. Immerhin. Södele. Was nehmen wir? Ich bin gerade überlegen, was nehmen wir. Eigentlich ist ein Termite-Team ganz geil. Oder nehme ich Hibana einfach? Nehme ich Thatcher, dann können wir zusammen rumlaufen. Dann nehme ich den Termite. Und jetzt, wo sie die Infuse wirklich gebufft haben, wird immer wieder gespielt. Das ist echt unglaublich. Ja. Deswegen, aber seitdem spiele ich auch sehr viel Jäger. In der Verteidigung. Ja. Bratz. Ein kleinen Monster, Muchachos. Damit wir das Ding auch gewinnen. Du meinst Energy Getränk? Koffeinhaltiges Energy Getränk. Energy. Energy. Energy.
Küche. Küche? Echt? Okay. Küche mag ich irgendwie anzugreifen. Ja, ich auch. Da bin ich schon down. Gold. Nein. Bitch move Spot. Ah ne, du bist gar nicht mehr da. Bin nicht mehr da. Danny, could you stay there? Oh. Not the best bot. Well, run. Okay, die haben auf jeden Fall Bitchlöcher. Hast du gesehen bei der Tür, ne? Ja. Care for bitch moves. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Chuck hat sich wen geholt. Zwei sind schon mal weg. Welches Fenster checkst du? Das hier. Also das da, ja. Kamera schon down da? Hinter dir? Wir haben noch gesagt, care for bitch moves, ne? Ja, was willst du machen, ne? Mehr als sagen kannst du ja nicht. Und das ist cool. Ah, da haben wir einen! Drohne aktiviert. Einer schon drin, ne? Ey, komm einfach nicht rein, das ist so scheiße. Ja. Ich schieße hier gerade so ein bisschen auf, ein bisschen Überblick zu haben. Okay, ich gehe rein. Du kannst aber hier aufmachen, ne? Mach ich sofort, ich würde neben eine Claymore legen eigentlich. Scheiße, nur 50 Sekunden. Mach auf. Ich checke hier den Gang. Nein, da hinten war einer. Aber pass auf. Alter, wie wir gefickt worden sind. Ja, einfach nur wegen Bitch-Moves, ne? Da hinten. Hab gerade geschossen. Ah, ich muss jetzt schnell machen, diese letzten 30 Sekunden, deswegen, ah, kann man natürlich nichts machen. Alter, der... 4 Kills hat er geholt, ne? Puh, Alter, wie schnell der mich gefickt hat, what the fuck? Also, wieso nur auf keinen Fall was. Aber das lag großen Teilen daran, dass die Leute nicht aufgepasst haben. Dass direkt 2 Leute gebitchfoot wurden. Okay, Garen-Lounge? Ich bin gerade am überlegen. Wir könnten auch Küche nehmen. Ja, Küche können wir aber nicht so viel bitchen, wie die gebitcht haben. Das war ja schon heftig. Ne, ich will auch gar nicht bitchen. Obwohl, so ein bisschen bitchen? Oh, vielleicht. Kannst du ja tun. Hast du Mute oder sowas? Ich nehme Mute, ja. Ich bleib dann aber auch im Raum. So. Ich nehme mein Schild, nicht die Granate. Ich bleib auch im Raum. Ich mach das abhängig von den Leuten. Wenn die alle roamen, dann bleib ich drin. Und wenn keiner roamt, dann... mache ich das. Wenn keiner rompt, dann lass ich mich holen. Nein! Zack und zack. Hierzu. Hierzu. Weg. Das zu. Haupteingang ist noch offen. Mal gucken, ob ich noch reinkommen will. Hier mache ich auch gleich zu. Hier ist doch komplett offen, ne? Mädels. Hey, ja. Guys. 3 walls missing.
Ich hoffe, wir haben noch eine. Okay, ist nur eine. One war missing. Sehr schön. Na lol. Wow. Alter Schwede. Geradeaus ist da. Geradeaus ist jemand. Hier. Hier wurde aufgesprengt. Okay, da habe ich ein bisschen gedefft. Das machen wir jetzt zu. Da sind schon mal zwei von denen weg. Offen? Ist offen, ja. Na dann chill mal da. Mache ich hier noch nicht zu. So, hier fehlt echt eine Wand, ne? Das ist richtig bitter. Hier hoch. Ich habe Angst vor dieser offenen Wand, Alter. Mhm. Nein, nicht vor der bei dir, sondern hier, wo keine. Und ich verstehe. Oh, jetzt bist du gefickt, glaube ich. Ja, da war halt offen die beste Möglichkeit. Oh shit, ey. Ich hab auch richtig Wenn Angst gehabt. Wenn irgendwer einfach nur random durch diese Wand sprayt, bin ich down. Ach, das ist ein Schild. Irgendjemand hat gar keine Wände gelegt. Oh oh. Muss eigentlich, wenn die Gefriertruhe nicht komplett zu war und oben der Drop auch nicht. Warte, kannst du mich kurz saven? Save mich mal. Vor was? Achso. Dann hat irgendwer einfach. Hä? Leute, ich hab mich mal jemanden gesehen, Alter. Bei der Hibana. Die war einfach so klein, dass ich sie nicht gesehen habe. Die hat nur meinen Helm gesehen. GG. Please! Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. I would say this one is over. Krass, wie schnell die mich erkannt hat. Oh, joi. Nicht gut, dass die Ivana uns beide bekommen hat. Oh, nee. Das war echt scheiße. Das hat uns diese Runde gekostet. Okay, jetzt nehme ich wieder was ich kann. Im Ivana. Und ich gehe. Okay, wenn wir keinen Thatcher haben. GG, Alter. Jeder nimmt einfach wieder das, was er will. Puh, oh, diesmal setze ich meine Drohne. Viert. Einer bei denen ist gelieft. Aber jetzt ist, oder? Disconnect, ich glaube, ja, die waren eben dazu fünft. Okay. Das ist Schwahans. Aber auch, dass wieder einer von uns einfach komplett keine Wände gestellt hat, ne? Wo spielen wir hier bitte? Wo spielen wir hier? Ja, wie Bronze oder was? Kann doch nicht sein, dass jemand einfach komplett keine Wände stellt. Bahnmuseum again. Mhm. Nein. Hier bleibe ich. Hab noch versucht, wieder rauszukommen. Du bleibst da. Okay, und einer ist hier am Bitch-Move-Spot. Am Bitch-Move-Spot? Wo ist der? Derselbe wie bei Küche. Achso, okay. An diesem Tor. Also hier vorne, glaube ich sogar, ne? Pass auf, ich glaube, da waren gerade Steps, glaube ich. Bei draußen entdeckt irgendwo. Ich glaube, die ist auch weiter oben. Kommst du mit nach oben? Ja.
Mal eben Deckung, ich schmeiß eben eine Drohne da hoch. Drohne bereit. Wäre schon wieder irgendwo eine scheiß Kavera rumpimmeln. Hier oben sind Steps. Und weg. Der Raum ist frei. Aber hier kommt ein Kavera. Wo denn? Kavera war nach hinten langsam zu kommen. Ja, hier, da wurde durchgeballert. Ich pass da mal auf. Und hat dagegen geschlagen. Oh, sehr schön. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Behälter ist beendet. Feindlich. Nein, ich hab... Behälters einstellen. Ey, es kann nicht wahr sein, ne? Ich hab nicht auf den geschossen, weil ich deinen Namen über ihn gesehen habe. LOL. Gegner neutralisiert. Ich hab auf den Bandit nicht geschossen, weil der genau so stand, dass er in einer Linie mit dir stand und da hab ich deinen Namen über ihm gesehen. LOL. Nee, ich hab mich. Ich wurde zweimal geblendet von der Blendgranate von irgendjemand von euch, deswegen konnte ich nichts machen. GG. Das war meine Blendgranate. Hab mich runter den Rahmen geschmissen, damit ich runterspringen kann, ne? Ba. Ja, der war gar nicht im Raum. Ja, das kann ich nicht vorher wissen. 2-2. Wohin wollen wir? Ich will eigentlich nicht wieder Küchenvorbereitung. Ich will diesmal Rome. Nehmen wir Jäger. Zigarrenlounge oder Lesesaal? Nehmen wir Lesesaal, oder? Ich will nochmal Küchenvorbereitung. Außer ich Jäger. Eigentlich ist der Raum ganz geil. Also eigentlich. Aber hast du gesehen, wie viel Leben gerade der Bandit noch hatte? Der hat eiskalt ein Leben. Please all use your walls. Thank you. Ja, ich wollte auch direkt am Anfang. Ich gehe eben hoch und mach den Job zu. In der Küche. Im Gefrierraum. Falsch gesichert! Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Und so. Ich muss mich direkt verpissen. Verstärke den Fußboden! Das Gerät ist in Position. Ja. Hier mache ich dir ein bisschen Angst. Ich mache ein Loch einschießen, ob ich verpisse. Es bleiben noch 10 Sekunden. Wollte ich auch machen. So, hier ist alles zu, hier ist alles zu. Ich habe noch eine Wand über. Dann machen wir hier noch eine Wand zu. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nein, das befriedigt mich auch noch nicht. Ich setze den Sensor ein. Oh, das ist so ein geiler Spot hier. Oben ist Fuse upstairs. Hab ich. Nice one. Alter, der Spot, den ich habe, ist so geil mit dem Schild, ne? Ich habe auch einen richtig geilen Spot. Hab ich einfach mal getestet und kommt sehr gut an.
Alter, wie ich sie gerotzt hab, Alter. Der Spot war Gold wert, ey. Boah, so viel Pixel-Peak, wobei bei ihr war schon so viel Pixel-Peak, das war aber nicht beabsichtigt eigentlich. War nur noch nicht in Position. Lol, wo ist der Typ? Ach da, okay, oben, Kaminraum. Alter, wo hat die denn durchgeballert? Die ist echt gut, diese... Herius. Hä? Wo wusste die, dass ich noch da bin? Okay, dann spielen die auf jeden Fall zusammen. Ihr habt noch 25 Sekunden, deswegen jetzt könnt ihr echt chillen. Guck mal meinen Spot an, Alter. Ja, der ist schon ganz geil. Alter. Das Ding ich weiß nicht mal, wo du bist. Das ist der Raum zum... Ah. Hier. Alter, lol! Wie assi ist das denn? Richtig nice, Alter. Schade, ich hätte die ja gerne auch noch weggeholt. Aber Alter! Schuss. Deko der Ehrenmann, hier werden. Das haben wir echt gut gemacht diesmal. Die Points gedefft. So, next one, wieder Hibana, fand ich nicht schlecht, letzte Runde. Das ist jetzt ein Matchball, Matchball, genau. Unser erstes Rank zusammen seit einer halben Ewigkeit wieder gewinnen. Ich will keinen Thatcher nehmen, ich will nicht immer Thatcher. Aber muss ich, was soll ich machen? Obwohl, wir haben Twitch dabei. Kann ich auch Sledge nehmen. Check! Ja, no risk, no fun. So! Damit mein Boss auch mal das spielt, worauf er Lust hat hier. Soll ja immer noch Spaß machen. Spaß? Spaß im Ranked? Hä? Spaß beim Zocken? Ist ungefähr so wie bei League of Legends damals so. Ey, eine Runde League of Legends. Ich will kurz Spaß haben. GG. Welcome to the toxiest world. So cool, weißt du, wo du einfach irgendwie so Troll-Sachen zocken konntest, ne? Irgendwie so unnormal. Einfach so ein Troll-Schüssel zocken kannst. Und irgendwann, wenn du dich Meter gezockt hast, war Ende. Aber gut. Die sind übrigens im Bahnmuseum. Bahnmuseum, sie. Okay, ich fahr direkt nach oben. Gar nicht... Ja, das ist ein guter Spot. Oh. Wobei, du kennst natürlich auch. Ja, aber ich hab jemanden gehört, deswegen. Oh, also Rook ist auf jeden Fall oben. Care for bridge moves, please. Oh oh. Ist da was? Ist jetzt noch nicht. Okay. No. Okay, hier auch nicht. Lol. Good for the Lords. Und jetzt. Warte. Deko. Ich bin doch schon oben, ich check. Na, dann nöpp ich die ein bisschen ab. Wow. Okay, der Raum ist... Ach, hier haben wir einen, hier. Das Valkyrie. Fuck, hätte ich sie nicht markiert, hätte ich sie, glaube ich, mit einer Granate umbringen können. Ah, fuck. Hast du da einen Blick? Wo ist die ganz rechts gewesen, ne? Mhm. Ne, dahin sehe ich nichts. Die hat da gerade durchgeballert. Hast du sie? Nice. Im Weglaufen habe ich sie erledigen können. Okay, dann gehe ich nochmal trotzdem mit einer Drohne rein. Ja, guck nochmal, ob hier noch was ist. Oder hier ein paar Leute mit. Okay, der Fuse ist ja hier. Okay, kannst reingehen, geh rein. Ach, du bist schon drin. Okay, am Ende! Hier! Ganz am Ende! Ja, noch durch. Ja. Da war Frost. Frost over there. Frost wurde, ist up here. Wurde entdeckt. Ja, ich auch. Aber. Wir überlegen, irgendwo ist eine scheiß Valkyrie-Kamera. Aber wo? Ist da irgendwo eine Valkyrie-Kamera? Nee. Leider nicht. Hallo? Nee, höre ich nicht. Oder sehe ich auch nicht. Wieso kann ich die scheiß Dinger nicht. Wie man einfach nichts sieht, Mann.
Nein, unten im Zug, links. Ja, da drinnen. Bisschen weiter oben, da ungefähr. Weiter hoch. Ah. Natürlich auch. Weil das daneben ging, das ging nicht mal in den Zug rein. Die ist immer noch da, pass auf! Oh. Ich hab verletzt! Ja, dann kill sie jetzt. Da liegt sie doch links im Zug, Mann! Eine Fresse. Ich hab noch 10 Sekunden, deswegen. Zwei Leute noch. Einer ist nicht drin. Der down ist. Nice one. Hinten in der Ecke, hinten in der Ecke. Genau da drüben war er. Sehr schön. Matchball! Puh! Huiuiui, Mama mia, Pizzeria! Mit der AK aber ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, den hat aber richtig Fresse weggerotzt. Okay, ja, Wunschers, wir haben gewonnen. Ewigkeit nicht mehr gezockt. Ich war, glaube ich, auch letzter. Ich war auch letzter. Ah, ein bisschen Training brauche ich wieder. Aber ich steigere mich wieder und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder bei einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Vielleicht auch mit den HDN zusammen reingehauen. Oh, ich noch zwei Wins, da bin ich Diamant. Reingehauen, Wunschers. Bye, bye. Ciao, ciao.